Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worms Reloaded. Wir befinden uns nach wie vor im Kriegsgebiet, wollen voll in Mission 8 starten und springen da natürlich gleich mal rein. Und wir haben hier einen fetten Turm und da müssen wir jetzt alle Würmer irgendwie erlegen. Ja, wie machen wir das denn am besten? Da sind aber ganz schön viele. Ich glaube mal, entspanntesten wird es wieder mit dem Jetpack. Hier unten sitzt so ein blöder Betonklotz, aber so eine Mausefalle. Ja, das ist doof. Ich glaube, ich schalte erstmal den Betonklotz aus. Und dann... Was ist das denn? Da war doch nichts im Weg. Ach, Leute, ihr wollt mich auf... Verarscht mich doch nicht. Ja, das war natürlich ganz, ganz hervorragend. Oh, das auch. Gar nicht so schlecht. So, Trashboy wird von hier unten sich, hoch teleportieren könnte er sich theoretisch sogar. Nee, da wird er ja gleich von allen hier angegangen. Das wollen wir auch nicht. Du machst dich erstmal auf den Weg hier zur Rüttelplatte. Oh, cool. Du kannst ihn mit ihm sogar hochfliegen anscheinend. Auch ganz nett. Na, hier wollen wir eine Mine hinlegen. Und dann wollen wir uns hier oben hinsetzen. Dann fliegt der Herr nämlich schon mal weg. Tschüss. Mach's gut. Auf Nimmerwiedersehen, du Kerl. So, und was hast du vor? Du wirst jetzt JP treffen. Oh, na jetzt aber fast wie ein anders erwischt. Oh, die steht sehr gut da oben. Die steht ja wunderbar. Beide aufeinander. So, was kann denn der Gameboy machen? Theoretisch können wir mal hier oben im Luftschlag rausholen. Ist, glaube ich, auch ganz angemessen. Ich hoffe, es trifft dahin das Fass und die beiden. Leider trifft es das Fass da hinten nicht. Aber egal, die beiden sind schon mal weg. Auch gut. Bam. Gameboy punktet mit einem doppelten Kill. Sie starren einander an. Ja, ja. So, was hast du da hinten vor? Mensch, jetzt muss ich erstmal gucken, wie JP da unten an den rankommt. Nein, nicht ernsthaft. Wer läuft jetzt einfach bis da ganz da hinten? Ach nee, das ist noch. Ja, das war aber mal nix, Freundchen. So, was machen wir mit JP jetzt? Ja, schwierige Kiste. Ich könnte natürlich gucken, ob ich von hier rankomme. Ja, oben bin ich schon mal. Möglicherweise reicht es, wenn ich auf 4 Sekunden stelle. Natürlich reicht es nicht. Natürlich nicht. Ich werde den Betonklotz da unten nächstes Mal einfach ganz entspannt ausschalten, indem ich mit dem Bohrer mich runterbohre und in der nächsten Runde dann ihn umsemmle. So ein Ärger. Wieso ist die Dingsbums-Rakete, die Lenkrakete da nicht angegangen? Und was wird das jetzt? Uiuiui, Mensch. Oh, jetzt lass mal lange die Zeit laufen, dann kann der Käse dann nämlich ganz in Ruhe an den Flammen zugrunde gehen. So. Holen wir uns den Käse jetzt mal. Dann muss er nicht an den Flammen zugrunde gehen. Ach Quatsch, wir holen uns den Stein. Von hier oben kommen wir doch viel besser irgendwie irgendwo hin. Oh, hoffentlich reicht das. Ja, es reicht. Das reicht. Gut, gut, das reicht. Das ist genügend. Trashboy feuert aus allen Rohren. Und tschüss, Freundchen. Nicht mit mir. Ja, JP hat auf seiner Seite nicht wirklich was nicht wirklich viel aufgeräumt, ne? Oh, die Mine. Die Mine verfliegt sich. Boom. Nochmal schön bumm gemacht. Ja, was machen wir mit dem Gameboy? Bitte kommen, großer Vogel! Was mache ich mit dir denn? Super Bunkerbombe. Ach, das bringt's doch nicht. Ach, das bringt's doch einfach nicht. Wo soll ich. Könnte ich hier fallen lassen, aber das bringt's doch nicht. Komm, wenn schon auf den Käse drauf. Ja, du bist tot. Boom, boom, boom! Abgeblubbert. Sehr schön. Und hier oben haben wir ein bisschen freigelegt.
Aha, jetzt ist er dran. Du triffst doch ihn nicht. Hm, okay, JP ist gleich dran. Dann sind noch ein paar andere dran. Wir buchen uns jetzt runter. Wir werden den Betonklotz dann beim nächsten Mal ordentlich einheizen. Bumm. So. Freundchen, beim nächsten Mal bist du dran. Das kannst du mir glauben. Jetzt erstmal oben. Ja, der soll mal machen. Wo willst du denn hin? Was willst du denn da hinten? Ach Gottchen. Dafür die lange Arbeit für so einen Mist. So, Trashball, flieg! Flieg zum Sieg! Hui! Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Bohrer ausschalten. Ja, wir setzen uns hier einfach mal ab. Und Flammenfaust. Nehmen wir die Flammenfaust. Hi-ja! Und so haben wir das auch geschafft. Der ist jetzt auch weg. Und dann haben wir nur noch Mausefalle und den Betonklotz da unten. Ja, das sind dann so die beiden einzigen, die wir noch umhauen müssen. Du kriegst das nicht hin. Du triffst dich womöglich noch selber, du Idiot. Was machst du denn da? Wo willst du denn hin? Ups, bitte kommen, großer Vogel! Das ist jetzt aber ein ganz gefährliches Spiel, was du da treibst. Pass mal auf, Freundchen. Jetzt treffe ich dich. Schade. Er fliegt leider nicht runter. Naja. Aber immerhin vergiftet ist er. Jetzt kommt der. Vergiss es, Freundchen. Niemals. Töten kannst du uns eh nicht. Wir werden dich gleich umhauen. Ah, ich sehe eine Idee. Hallo? Bitte kommen, großer Vogel! Wenn ich mal versuche, von hier unten, erstmal da oben, ja, das wird aber nichts, das wird leider nichts, okay, dann machen wir es nicht so, dann lege ich dir hier einfach ein Dynamitstängchen hin, eine schöne Stange, Dynamit, muss man machen. Ich hätte fast die falsche Taste gedrückt, da bin ich jetzt aber gerade froh, dass ich da nochmal nachgedacht habe, plopp. So, weg ist er. Ich hätte fast auf Springen gedrückt. Wäre jetzt nicht wirklich so die beste Variante gewesen. Im Nachhinein. Yes, sir. Ja, was machst du noch? Bring dich mal selber um. Ein grüner Wurm. Ich krieg die Macken noch. Ich krieg die Macke. Ja, aber leider mehr als die Schaden, die er jetzt hat, kriegt er auch nicht mehr. Ich werde mal gucken, dass wir ihn schön den Gnadenschuss setzen. So, fliegen wir hier rum. Und dann, ja, komm. Eine Mine sollte eigentlich reichen. So. Und tschüss. So, das, die einzige Gefahr wäre gewesen, wenn die Mine runtergefallen wäre, aber so ist das gut gelaufen. Dann können wir gleich zur nächsten Mission weiter. Und müssen wieder alle irgendwie ausschalten. Oh, jetzt haben sie schon goldene Helme auf. Wir probieren es mal wieder mit unserer alten Taktik. Alle Minen auslösen. Und die hier natürlich auch. Hopp. Die hier natürlich auch. Und hier ist keine mehr. Das ist aber schade. Wo fliegst du hin? Da unten fliegst du hin. Okay, dann lege ich mal hier eine schöne Dynamitstange hin. Ja, ja, ich komme ja schon. Ah, Deckung! Oh. Unschön. Oh, oh, sehr unschön. Wieso landest du da? Kacke. Nein! Hm, zum Glück fällt das Feuer nicht direkt in mich noch rein. Wo? Ach, hier hinten irgendwo. Irgendwo. Ach, da oben, unten. Jetzt war es der und wer noch? Der auch noch. Sehr schön. Vier Leute schon ausgeschaltet in der ersten Runde. Ja, ich liebe Minen. Macht immer schön Spaß. Ja gut, dann wird jetzt JP sich leider mit denen auseinandersetzen müssen. Ich hoffe, er überlebt das.
Ja, genau, leg ich ihm noch eine Mine. Oder mach so. Bitte, was ist jetzt los? Jetzt liegt der da unten. Ja, hast du toll gemacht. Freundin. Hast du ganz toll hingekriegt. Ja, super. Seine letzten Lebenspunkte hat er hingeschmissen, damit er mich noch ausschalten kann. Ach, wie reizend. Wie reizend. So, fliegen wir mal. Den Bohrer legen wir auch schnell mal aufs Eis. Und zwar mit einer Mine. Oh, die muss ich noch schnell auslösen. Und dann kann ich hier auch zur Seite fliegen. Die hätte nämlich, glaube ich, nicht von alleine ausgelöst, weil die doch ein bisschen weiter weg lag, als ich das geplant hatte. Aber so hat es ja wunderbar funktioniert. Nicht? Ich glaube, auch die Runde wird entspannt. Ja, im Moment sind die Missionen echt so, dass wir nicht wirklich Probleme haben. Oh, das war aber mutig. Das war aber ganz mutig. Im Moment haben wir halt nicht wirklich Probleme mit den Missionen. Aber das kann ja noch kommen, ne? Man weiß ja nie. Auf einmal kommt dann irgend so eine blöde Mission, wo wir dann ewig hängen. Die Missionen werden ja auch nach und nach schwerer. So, mit der Zeit. Hey. So, da wollte ich ihn. Ja, toll. Ich kann natürlich nicht zwei auf einmal ausschalten. Aber ich kann mir natürlich hier hinstellen, dir ein schönes Dynamit vor die Nase setzen und dann hier runterlaufen. Und tschüss. Bumm. Plopp. Ja, wunderbar. Gameboy sieht gut aus. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall verrichtet er gute Arbeit und JP stirbt jetzt leider gleich. Ach nein, das ist uncool. Lass das. Lass JP in Ruhe. Nur weil er sich immer mutig in die Horden stürzt. Die kämpfen auch mit allen Tricks, ne? Die steuern das extra irgendwo dagegen und dann... Blub. Was war das denn? Und tschüss. Die steuern extra die Mine irgendwo gegen, dass du so eine schöne, Flugkurve machst. Das ist schon beachtlich. Großer Vogel. Ja, komm, großer Vogel. Wir fliegen jetzt hier rum. Wir werden jetzt hier mal den Käse ausschalten. Und zwar mit Holla die Waldfeder. So, setzen wir uns mal hier hin. Tschüss, Freundchen, ab ins Wasser. Ja, auf der Baustelle muss man aufpassen, da gibt es öfter irgendwelche... Oh, ein Schaden sogar noch. Irgendwelche Wasserlöcher, ne? Das ist, da muss man ganz vorsichtig sein. Wen willst du ins Wasser schubsen? Ich hoffe, niemanden. Ich hoffe, du wirst Gameboy nicht ins Wasser schubsen, das fände ich uncool. Ja, schafft er natürlich nicht. Das wäre es ja auch noch gewesen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir mit der Granate hier einen schönen Kill einfahren. Kann ich mir mal leisten, ein bisschen rumzutricksen. Und klappt wunderbar. Ja, exzellent. Außer, dass der mitten auf mich drauf hüpft. Ja. Und jetzt womöglich noch mich ins Wasser schubst. Nein, tut er nicht. Gut. Dann haben wir es geschafft. Hey, noch eine Mission abgeschlossen. Und die nächste kommt sofort. Wieder müssen wir alle erledigen. Oh, was ist das denn hier? Okay. Okay, was machen wir mal? Ich denke mal, wir werden einfach mal mit der Bazooka die einheizen. Und die Mine ist auch ausgelöst. Oh, die Mine ist auch ausgelöst. Aber nicht beim Gameboy. Und die fliegt auch runter. Und die fliegt aber nirgendwo hin, wo es wen interessiert. Schade. Ist aber lustig. Nein, ich werde das niemals bereuen. Ach, denn da unten hat sogar voll erwischt. Wunderbar. Und den hier natürlich auch. Der fliegt jetzt auch ein bisschen runter. Steckt den noch in den Boden rein. Ja. Gut. 19. Gut, dann haben wir die ersten zwei schon mal ausgeschaltet. Ich bin mal gespannt, was du jetzt vorhast. Du willst da das Fass zerlegen. Ist jetzt nicht unbedingt die schönste Variante, ne? Vor allem welches Fass? Ach, er will doch nicht das Fass zerlegen. Ja, gut, aber du wirst auf jeden Fall gleich Probleme kriegen. Kann ich dir schon mal sagen. Hallo? Bitte kommen! Denn Trashboy wird da mit voller Kanone draufsemmeln. Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mit dem Gewehr.
Mit der Schrotflinte. Nein! Ich wollte doch nicht ihn treffen. Ja, okay. Dann müssen wir es halt so machen. Ich wollte das Fass treffen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, aber gestorben ist er trotzdem. Mit dem Fass wäre es nur lustiger gewesen. Weil dann wäre er gestorben und ich hätte den hier, der jetzt gerade dran ist, noch ausschalten können. So schaltet der mich bald aus, wenn es so weitergeht. Was war das denn? Ja, was war das denn? Freunde, Freunde. Hallo? Verstanden? Da geht's ja zur Sache. Aber jetzt werden wir uns mit dem Ninja-Seil erstmal hier rüberziehen. Und dann hier herablassen. Hui. Na. Will ich überhaupt dahin? Oder will ich noch weiter zur Seite? Ich glaube, ich will hier unten hin. So. Und dann werde ich erstmal den Betonklotz hier ausschalten. Joa, so nett bin ich. Hehehehe. Freunde, ihr kriegt mich nicht. Kriegt mich niemals. Niemals kriegt ihr mich. Der Hammer und der Stein oder was das ist, die werden auch gleich dran glauben, die Arbeiter. Oh ja, der will natürlich das Fass da zerlegen. Ach nee, will er gar nicht. Der will zum Fass hinlaufen, damit er womöglich noch getroffen wird. Noch von mir aus. Wenn er so blöd ist. Er hat's doch sogar noch gemerkt. Echt. So ein Idiot. So ein Idiot. So, wir werden uns jetzt hier mit dem Jetpack. Jetpack Action! Jetpack Action! Mehr runterfallen als irgendwie. Oh, halt, das war zu weit. Ich wollte doch hier zum Käse. Ich wollte doch den Käse haben. So. Und tschüss. Boom. Schade, hätte es noch zum Betonklotz runterfallen können. Aber das wäre ein bisschen viel erwartet gewesen, ne? Hätte ein bisschen viel erwartet. Ja, weg ist er sowieso. Das ist schön. Coming, Big Bird. Was soll das denn werden? Das wird aber mal gar nichts. Spring mal ins Wasser. Ach, geht gar nicht. Geht gar nicht. Hallo? Trashball, du darfst gleich als nächstes hinterher fliegen. Ja, wie nimmst du dir denn mal vor? Den hier unten vielleicht? Die Nagelpistole? Nee, da sind ja genug Leute. Du gehst dann auf den Betonklotz, der hier so einen Ärger macht. Der sich hier hin eiskalt verschanzt. Tschüssi. Kaboom, Grant! Dynamite, Dynamit, Action. Super. Ja, das war's für dich. So schnell kann es gehen. Nein, auch das muss nicht unbedingt sein. Vor allem, du wirst jetzt eh sterben. Tschüss. So ein Idiot. Ja, brilliant. Hast du ganz toll gemacht. Und jetzt wird Gameboy oder JP, ich glaube Gameboy ist ja nicht sehr dran ist, der wird jetzt da unten aufräumen. So, ja, wie machen wir es denn mal? Scharf. Das nicht, da nicht in die Richtung. Boom! So funktioniert das. Hat auch schön Schaden gemacht. Wunderbar. Gameboy feuert aus allen Rohren. Boom! Ja, ich glaube auch die Mission war recht entspannend. Und haben wir auch abgeschlossen. Es müsste ja nach schweren Missionen auch wieder leichte kommen, ne? Gehen wir mal zurück. Oh, die ersten 10 Missionen haben wir geschafft. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Aber, ich freue mich drauf. Wir gucken mal, denn Worms wird ja auch nicht wirklich langweilig. Im Moment ist es zwar so, ja, viele Würmer, aber es ist, ja. Ich sollte nicht sagen, dass es zu einfach ist. Das ist, ich sollte froh sein, dass es noch einfach ist. Macht's gut, Leute. Ciao.